Hallo meine Freunde, sagt wieder mit Let's Play Pokémon Mond. Und wir sind noch hier oben auf dem Gipfel und haben in der letzten Folge die eigentlich ziemlich lustige, warum werde ich da angezeigt? Hä? So, ich bin einfach nur in dem Gebiet, okay. Das hat mich gerade etwas irritiert. Haben die Elektroprüfung bestanden, haben sowohl den Elektro-Z-Kristall bekommen, als auch den für Stahlattacken. Was ich interessant fand, dass wir hier diesmal sogar zwei gekriegt haben, bloß. Ich habe mir sowas schon gedacht, dass man irgendwann wird man die von Leuten so kriegen. Was heißt so kriegen? Man hat jetzt einfach für die Prüfung hat man zwei bekommen. Und ich glaube. Die Akrobatik ist halt im Moment noch ziemlich gut. Es ist halt. Ich lasse es erstmal noch. Ich war gerade am überlegen, ob ich ihm den Z-Kristall geben soll. Akub den für Elektro, aber dann wird die Akrobatik schwächer. Das möchte ich aktuell noch nicht. So, dann gucken wir mal, ob in dem Ziergarten hier irgendwas Schönes passiert. Oder auch nicht. Yo, 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 Kokui! Du willst eine Pokémon-Liga gründen? Da lache ich mich ja schief. Vier Runden. Was? Greif ruhig alle auf einmal an. Niemand kennt sich mit Pokémon-Attacken so gut aus wie ich. Mit Sternenschauer oder Einäschern schicke ich euch in vier Runden auf die Bretter. Wir regeln das in einem Battle Royale. Nicht dein Ernst. Machen wir ihn fertig. Sie schaffen das, Professor. Das habt ihr euch übernommen, Team Skull. Drei Gegner auf ein Streichblatt machen. Mir gefällt dieses Battle Royale. Okay. Hi. Das ist Bromley. Bromley. Der Name ist irgendwie dumm. Hier kommt der Boss. Okay. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der größte, große böse Bromley. Leg dir einen anderen Namen zu. Der hört sich nicht furchterregend an. Aufgepasst, ihr Maden. Sperrt schön die Glotze auf. Es gibt zum Showdown zwischen Bromley und dem Anführer von Team Skull und Professor Kukui. Okay, Kukui, Kukui. Eins haben wir zwei ja gemeinsam. Wir hatten. Was? Eins haben wir ja. Gemeinsam, wir haben beide nicht das Zeug zum Captain. Ich kann ja verstehen, dass du was Neues auf die Beine stellen willst. Werden eine vernünftige Pokémon hier auch lieber als unsere Inselkönige und Captains. Diese überflüssigen Relikte aus der Vergangenheit. Da gibt es nur einen Haken, mein Freund. Die Liga ist so überflüssig wie ein Knopf. Was? Und denn wer hier der Stärkste ist, das ist doch schließlich, ja, längst entschieden. Da liegst du falsch, Bromley. Ich hätte durchaus Captain werden können. Aber ich wollte lieber meinen Wunschtraum verwirklichen. Als ich auf der Suche nach einer Attacke war, mit der ich gegen Hala gewinnen konnte, da hatte ich einen Geistesblitz. Sowas wie eine ultimative Attacke gibt es nicht. Worauf es ankommt, ist die richtige Attacke zur richtigen Zeit einsetzen. Das macht einen guten Trainer aus. Und damit Trainer solche Situationen üben können, brauchen wir eine Pokémon-Liga. Na Bromley, zeig doch mal, was du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch ein paar tolle Attacken einsetzen kannst. Also, sofern du das kannst. Wow. Schließlich ist Zau auch mit von der Partie, stimmt's? Jupp. Ein Junge auf Inselwanderschaft, du siehst nicht gerade wie Halas Enkel aus. Das ist Zau. Er ist erst seit kurzem nach Alola gekommen und hat seitdem eine Menge Abenteuer erlebt, Entdeckungen gemacht und Erfahrungen gesammelt und deine Handlanger verprügelt. Der Attacke, die Zauber und sein Milotic einsetzen können, hauen jeden von den Socken. Okay, wenn du dich für einen starken Trainer hältst, dann solltest du gegen sie kämpfen, Bromley. Hey, jetzt hetzt mich diese Attacken-Heini auch noch auf einen seiner Schützlinge los. Okay. Was ist das, ein Z-Ring? Was erhoffst du dir von dieser Sache mit der Inselwanderschaft? Hm. Okay. Zufall entscheiden lassen. Das kannst du knicken, Küngchen. Und was dich angeht, Kukui,
Bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre ich alles, was dir wichtig ist. Ich, Bromley, der Zerstörer, die Zerstörung in Person, leg dir einen anderen Namen zu, Junge. Ich werde dir zeigen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen. Okay. Skyboss Bromley mit zwei Pokémon. Aber coole Musik, der Fug. Der ist ziemlich stark. Na, gucken wir doch mal. Na, schade, keine Verbrennung. Hehehehehehe. Bitte verbrennen. Danke. Okay. Gut, dass die Verbrennung drin ist. Was übrigens lustig ist, das bringt ihm alles nichts, wenn ich ihn unter 50% kloppe. Weil ich kenne die Fähigkeit von dem Ding. Wenn es unter 50% fällt, wird es automatisch ausgetauscht. Rückzug. Und tschüss. Was hast du noch? Ein Ariados? Übrigens ist das andere Ding ziemlich gefährlich tatsächlich. Wow, what? Was macht Stachelfinale so viel Schaden? Okay. Defug. Stachelfinale war doch total der schwache Move. Okay, man muss dazu sagen, dass die Verteidigung von Milotic jetzt nicht unbedingt die beste ist. So, da ich aber nicht will, dass er jetzt irgendeinen Boost bekommt, wechsle ich. Das Ding war eben nicht sehr effektiv. Was ist. Es ist wieder. Es könnte ein Käfer-Pokémon sein. Wir machen mal Mizunder. Kriege ich erstmal weniger Schaden durch das Stachelfinale. Und sollte schneller sein als Milotic. Wow, das macht immer. Was macht das so viel Schaden? Was zur Hölle? What? Was macht mich das Ariados hier gerade so fertig? Smetbo? Vielleicht? Vielleicht so ein bisschen? Dann gehen wir auf die Psychokinese. Was zur Hölle? Moment! Moment! Ich weiß, warum das so viel Schaden gemacht hat. Rückzug ist wie Stafette. Sonst wird das keinen Sinn machen, dass der gerade so viel Schaden mit Stachelfinale und Tiefschlag gemacht hat. Ariados ist kein so starkes offensives Pokémon. Zumindest nicht auf dem Level. Kämpfen wir weiter. So, Wasserattacken waren nicht sehr effektiv. Was bist du? Wenn Psychoattacken nicht sehr effektiv ist, dann ist das definitiv Stahl. Okay, es ist neutral. Es ist Wasser? Scheint ja fast so. Was bist du? Ja klar, Wasser. Deswegen war Siedewasser nicht sehr effektiv. Dürr. Wahrscheinlich Wasserkäfer. Okay, Smetbo hat es umgehauen. Wow. Wie fies. Das ist voll die gute Strategie mit dem Ding. Bekannte Attacken behalten. Danke, Wirbelwind brauche ich jetzt nicht. Alter Schwede. Wow. Das war gefährlich. Das hätte mich wirklich umbringen können. Ein Schwertanz mehr und das wäre nicht gut ausgegangen. Hörst du da? Entfesselt die Zerstörerkraft deiner Pokémon. Ist auch richtig. Den Namen werde ich mir merken. Das nächste Mal bist du fällig. Tschüss. Das hatte ich bloß gewinnen lassen. Ja, genau. Der hätte mich auch, ehrlich gesagt, tatsächlich umbringen können. Was für eine Blamage für Team Skull. Respekt, du hast es wacker geschlagen. Okay. Zaug. So ein paar spektakuläre Attacken. Ich bin echt beeindruckt. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Dir was sehr Wichtiges zu geben. Dieser Zettel
So, was? Höhe zum Tragen? Fugro. Ein Pokémon hat sich noch nicht weitergehen. Die letzte Entwicklungsstufe von Flamia. Okay. Fugronium. Okay. Da war aber diese Maske, die du da dabei hast. Die hast du doch von Marlon, oder? Ich kann sie im großen Maskerall für dich zu überreichen. Er ist ein guter Freund von mir. Ja. Ach ja, Zarok, weißt du zufällig, wo Lilly sich gerade herumtreibt? Hier bin ich. Okay. Und ich bin auch mit von der Partie. Wir waren zusammen unterwegs. Und Tali ist sicher wieder in einem meiner... Ich kann das nicht richtig aussprechen, vergesst es. Und steckt sie im Bauch voll. Mein Gott. Ich kann diese... Das ist quasi eine Süßspeise eigentlich, aber ich kann es nicht aussprechen. Ich war ganz in Sorge wegen euch, Professor Kukui und Zarok. Mit den Stärken von Team Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Also bisher waren sie nicht so gefährlich. Okay, der Kampf war gerade gefährlich, aber ansonsten... Ach was, ich finde, ein paar Attacken im Kampf auszutauschen, ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig kennenzulernen. Naja, ich werde mich dann mal auf den Weg zum Mount Lana Kila machen. Die Geburtsstunde der Pokémon Liga naht und es gibt noch viel zu tun. Was halt auf einem Inselwanderschaft weiter die Ohren steif zog. Okay. Tschüss. Bis später. So, pass bitte gut auf dich auf. Jetzt aber, du hast Chris Prüfung bestanden und stimmt's? Herzlichen Glückwunsch. Um an der nächsten Prüfung teilnehmen zu müssen, dann musst du das Dorf der Kapu, das hinter unter 1 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, du schaffst das schon. Los, Lili. Okay, wir zwei gehen jetzt zusammen shoppen. Hehe. Tschüss. Okay. Wann habe ich die Folge nochmal angefangen? Nee, wir haben auch noch Zeit. War jetzt nur der Kampf gegen Team Skull. Quasi. Also nicht viel. Wobei ich das wirklich interessant finde. Das mit Rückzug. Weil es muss schon so sein, weil ansonsten hätte... Er hätte zwei Schwerttänze drin. Ansonsten hätte Ariados nicht so einen Schaden drücken können. Vor allem nicht, dass der Tiefschlag so viel Schaden gemacht hat. Ich meine, es ist eine starke Attacke, durchaus. Gebe ich zu, aber es war kein Step-Move. Es war ein ganz normaler Move. Ohne Step, ohne alles. Der neutral getroffen hat. Nicht so effektiv, sagst du irgendwas? Du musst immer gut auf dich auf deinem Pokémon acht geben. Mach ich. Tschüss. Der will nichts? Nur zum, was? Ich habe mich vom Schwimmer zum Wanderer. Der Schwimmer. Kann, was? So Pokémon, die einen zusätzlichen Typ erhalten, wenn sie sich entwickeln. Okay. Da liegt ein Item. Hallo. Ich will das Item aufheben. Da hat sich gerade nicht nach oben gedreht. Habe ich das Lightpack nicht stark genug gedrückt? Leuchtet das immer auf, oder? Egal. Gut, Route 11. Da oben sind Trainer. Nehmen wir die mit. Was habe ich denn gerade vorne? Milotic und Smetbo. Machen wir mit Zunder und Smetbo. Dann machen wir die beiden da mal. Hi. Okay. Dann wollen wir noch mal sehen, was die so drauf haben. Ein klein bisschen Training kann nicht schaden. Weil ich schätze mal, die nächste Prüfung, Sportskanonen. Was? Diese Namen. Ich hab's ja mal... Ich finde ja... Sagen wir mal, exotischere Namen für unsere Verhältnisse oder für unsere, wie kann man sie, Breitengrade von mir aus. Finde ich ja ganz toll, aber ich würde sie gerne aussprechen können. Bedroh. Gut, für dich ist das jetzt ein bisschen dumm. Machen wir das mal so. Du kannst mal eine Psychogenese gegen Datignes versuchen. So. Datignes kann aber gefährlich werden. Au. Zum Glück kein Flügelschlag. Okay. Attack ist abgewehrt.
ruckelt ein bisschen. Das Spiel will nicht so ganz gerade. Doppelkämpfe sind echt hart. Besonders mit zwei Trainern. So. Sollte da Tickness rausnehmen. Okay. Da Tickness ist weg. Und wir können... Tschüss. Oh, ich hätte jetzt gedacht, der greift es mitbohren. Okay. Dann halt Milotic. Ist ja nur das Stärkere von den beiden. Und das, welches du jetzt nicht mehr besiegt bekommen wirst. So. Und den Silberhauch. So. Wahrscheinlich kriege ich jetzt sogar den Boost. Schade. Den kriegt man so selten. Obwohl, ist, glaube ich, 10% die Chance. Also von daher. Gut. Zu einer Rechter 29. Schön. So, ich dachte. Ich dachte, der Kampf war ein Kinderspiel. Okay. Ich finde es lustig, dass sie den Gören und den Knirpsen einfach nur Schläger in die Hand, also Sportgeräte in die Hand drücken und dann sagen, hey, das ist eine neue Trainerklasse. Okay. Warum sieht das hier so komisch aus? Mit den Blättern? Egal. Aber wir haben Gyroball. Das ist noch ein Item. Im Gras. Schön. Gyroball ist auf jeden Fall interessant. Hallo, Bubungus. Dich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dass ich nur so knapp über den Level der Pokémon hier bin, das macht mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Warum sollte es denn auch nicht Sporenwirt haben? Ne? So. Ein Mini-Pilz. Okay. Ich heile mich jetzt aber eben kurz mit einem Item. Auch wenn ich schon gesagt hatte, dass ja die Dinge so toll sind. Das ist alles Statusprobleme. Ja, komm, nehmen wir den Wutkeks. Kriegt Mitsuna, kriegt einen Keks. So. So ein Knirps. Okay. Vorschüler. Das ist ja kein Knirps, ein Vorschüler. Vorschüler, lasse. Lasse doch mal machen, ne? Velursi. Das Ding, das aus irgendwie komisch aussieht und gleichzeitig total niedlich. Das ist furchtbar. So. Wir sprengen das mal kurz. Weil, warum nicht? Natürlich, der hat coole Augen. Warum denn auch nicht? Erstmal meinen Angriff senken. Nice. So. Und dann hauen wir doch mal rein. So. Dynamische Maxi-Flamme. Diese Attacke ist immer noch so übertrieben. Egal. Aber ist es so kuschelig weich? Okay. Gehen wir mal weiter. Steht da irgendwas Interessantes? Also eines Pokémon, wenn es ein Z-Attacke umgeht. Was? Manche Z-Attacken erhöhen einen oder mehrere Statuswerte eines Pokémon, wenn es von Z-Kraft umgeben ist. Okay. Ist auch gut, der macht das Sit-Up so, man kann vorbeigehen, wenn er runtergeht. Sehr gut. Flottball. Nice. Da ist noch eine Zelle. Nimmt auch nochmal mit. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Das ist ein Item. Noch ein Riesenpilz. Schön. Hi. Insoweit, lass mal sehen, wie viel Zettel du bisher gesammelt hast. Okay. Also Steine leuchtend gelb, das soll Voltunium Z sein. Okay. Für den Pokémon von Typ Geist. Geist. Geist könnte. Obwohl, ich habe Slimer. Okay. Da finde ich ganz gut, dass ich Slimer jetzt reingepackt habe. Slimer ist eine ziemlich gute Waffe gegen Geist-Pokémon tatsächlich. Einfach weil es da schlecht von getroffen wird. Knogger wäre auch gut, wenn es eine Geistattacke könnte. Hallo.
frei. Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich hatte schon nach dir gesucht. Ulula bereitet man am besten auf dem Rücken eines Pampros. Das mir auf Akala sehr geholfen. Als Dankeschön möchte ich dir gerne Pampros über das Pokémobil zur Verfügung stellen. Komm schon, keine falsche Bescheidenheit. Danke. Das hätte ich eigentlich gleich bei unserer Begegnung in Mali City machen sollen. Aber Lili strahlende Schönheit hat mich geblendet. Wow. Ich habe es einfach verschwitzt. Ich hoffe, es... Du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pampros nicht mehr weiterkommst. Nein. Game Design. Egal. Zur nächsten Prüfungsstelle kommst du übrigens, wenn du hier geradeaus und dann weiter zum Dorf der Capo gehst. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. Tschüss. Okay, wir können jetzt Pampros rufen. Das ist schon mal gut. Okay, nein. Ich wollte nicht fliegen. So. Okay, es kann galoppieren. Es ist jetzt nicht das schnellste Pokémon. Okay. Pampros Galopp, komm, okay. Okay, man kann also nur mit Pampros über dieses Gelände laufen. Ist quasi wie das wie mit Rihorn in XY. Wobei ich mir das alles immer von Anfang an hier so vorgestellt habe, dass man das überall nutzen kann. Aber jetzt haben wir es ja. Quasi. Moment. Wie war das nochmal mit dem Registrieren? So? Nein, das war die Erklärung. Wie war das mit dem Registrieren gewesen? Habe ich das nochmal gemacht? Start. Select. L. Ich weiß es nicht mehr, muss ich nochmal nachsehen. Okay, damit bin ich jetzt aber nur an den Trainer da vorbei. Okay, da unten in der Ecke steht... Da steht jemand. What the fuck? Gibt es hier irgendwelche besonderen Pokémon oder warum ist das hier separat abgegrenzt? The fuck? Wie siehst du denn aus? Okay, Kleinstein? The fuck? Alola Kleinstein. Okay. Ein wildes Pokémon, was Tarnsteine einsetzt. Yo. Komm mal her. Ich nehme doch mal das mit. Warum habe ich damit nicht... ich hätte damit rechnen sollen, dass es sich boomt. Okay. Hier gibt es Kleinsteins, die sich boomen. Okay. Dann werde ich auch mal kurz auf. Gut. So, was machst du hier? Okay. So. Trainerhoffnung Andrea. Okay. Du hast einen Galapafloss. Hier ist aber noch die Vorstufe. Ich komme so, müsste jetzt so langsam, aber sicher in so die Gebiete kommen, wo teilweise Trainer auch langsam mal voll entwickelte Pokémon haben. Also auch mit sehr hohem Level voll entwickelt. Und jetzt würde ich gerne einmal Akku reinschicken. Ich glaube nämlich nicht, dass das Ding eine Gesteinsattacke kann gerade. Knirscher, okay. Gut. Mach du deinen Knirscher, ich mach meinen Funkensprung. Zwei sehr langsame Pokémon stehen sich gegenüber. Nice. So. Der Funkensprung und dann ist das Ding auch down. So. Sehr schön. Okay. Du verlierst nicht gerne. Ist mir egal. Ich mach dich fertig. So, dann gehen wir hier unten mal. Da ist ein Item. Wir haben das gemacht für einen Elixier. Ja, okay.
So. Da waren hier noch alles. Einmal Tipps für Trainer. Okay, was ist der Inselscanner? Welchen Wortwort auf welcher Insel den Scanner einsetzt? Habe ich den schon? Oder habe ich den noch nicht? Sind das jetzt so Foreshadowing? Ich noch was kriege. Hi. Okay. Ich wollte zwar jetzt gerade nicht gegen dich antreten, aber okay. Dich habe ich zu spät gesehen. Morgan möchte kämpfen. Ein Porygon. In einem Wiederball. Okay. Hast du von zwei? So, ich habe leider keine Kampfattacke auf dir. Das ist nicht gut. Das Ding ist groß, meine Herren. Es überrascht mich immer wieder, wie groß Porygon ist. Au, 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 das tut weh. Komm, bitte lass es gerade eben eine schlechte Roll gewesen sein. Jetzt eine gute. Oder schreck zurück. Oder stirb. Sehr gut. Ist noch besser. Magneton. Ja, okay, das sollte mit einem Feuerzahn normalerweise weg sein. Das sollte normalerweise weg sein sofort. Ja. Und Level 30 für Mitsunder. Wann entwickelst du dich eigentlich? Das habe ich noch gar nicht nachgesehen. Das hat sich auf Level 17 das letzte Mal entwickelt. Level 34 vielleicht? Oder 32 sogar schon? Na, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall lustig dann. Dann kriegt es nämlich eine eigene Z-Attacke. Was ich ganz cool finde. Tun wir mal der Slime nach vorne. Und ich würde mal sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn ich glaube, die Folge ist jetzt schon lang genug. Doch, müsste lang genug sein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.